just have Indonesian money. Okay, kannst du schon ausschalten, das wird peinlich. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ya Nabi salam alayka. Ya Rasul salam alayka. Ya Habib salam alayka. So this is the library of Abdullah ibn Abbas. For the past 8 years of Ustaz, he came here all the time. This is the first time the library is open. Normally it's not open, it's all closed all the time. But this time, you know, alhamdulillah, you know, we got the chance to visit the library today. This is where all the hadith that was preserved by Abdullah ibn Abbas is kept here. The original manuscript is all here. You can visit, inshallah. That's the place of Taif. This is Taif. Yeah. This is Taif. This is Taif. ये जमाने ने कुरा दे नहीं الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يلا 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 تعال 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 how you feel oh very good very nice and شكر الحمد لله الله give this to see the first mosque in the world Rasulullah did that way you know before we come here you will wudu first from house then come here and then salah two rakat and the pahala The benefits is like Umrah. Alright. Das ist die Stelle, wo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam immer gebetet hat. This one dot there. See the spot. This black point. The black point. Yeah. Number two. Yeah. This is the blue spot that Rasulullah will do so. Mm-hmm. That position. Under there. Under there, yeah. 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 Okay, got it? All right. Das ist die erste Moschee, die überhaupt gebaut wurde. Ja,
we are in the Quba Mosque, the first mosque in Medina. Alhamdulillah, the brothers Khalid in the house. You visit today in the morning the grave from your mother, yeah? Alhamdulillah, because my mother in Uhud, inshallah. She died there, yeah? Yeah, December last year. Alhamdulillah, inshallah. Was that Najib? MashaAllah. You're the first time here? So, Alhamdulillah. So many times I come here, but today I come very different because I come with you. MashaAllah. Thank God everything is Allah subhanahu wa ta'ala set for us together to come to this masjid. This is the first masjid made by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So we make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala because we come here. It's just to remind about the sacrifice from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, we make dua to all over the world, our Muslim brother, to come to the masjid, to this mosque, to salat, because there's so many benefit here. Inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasstation, wenn man das so nennen kann. Das ist der Hügel, wo die Bogenschützen ihre Stellung verlassen haben und dann haben die Gegner angreifen können. Und der Heerführer von den Gegnern war damals Khalid bin Walid. Das ist so unglaublich, dass wir da jetzt genau auf den kleinen Hügel von Uhud gehen. Genau hier, wo die 50 Sahaba, die Bogenschützen, ihre Stellungen verlassen haben. Von dort hinten wurde die Sahaba angegriffen. Khalid bin Walid. Ist rund um die Berge herum und hat von hinten angegriffen. Was für ein schlauer Schachzug. Meine lieben Geschwister. Ja, wir befinden uns in Medina bei der Prophetenmoschee Al-Masjid An-Nabawi. Wie ihr da erkennen könnt, ein großartiger Ort. Auf der anderen Seite der Teil, was in die Moschee mit integriert wurde. Und zwar dort hinten, da ist eine grüne Kuppel, die könnt ihr jetzt leider nicht erkennen durch die Sonnenschutzfächer.
liegt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben und noch der rechtgeleitete Kalif Abu Bakr und Umar bin Khattab radiallahu anhu. Ja, es ist ein unglaublicher Ort. Es ist sehr schwer in Worte zu fassen, was man hier fühlt. Ich kann euch nur so viel verraten. Es ist unser erstes Mal, es ist unsere erste Umrah und es verändert alles. Wir versuchen als Muslime, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachzuahmen und wir sollten dafür unser Bestes geben, um auch so freundlich, friedfertig und verzeihend zu sein, so wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich bin beeindruckt. Ich bin einfach nur beeindruckt. Einige sagen, das hier ist Samsam-Wasser. Andere sagen wiederum, das hier ist normales Wasser und Samsam-Wasser gibt es nur in der Moschee drinnen. Ja. Mashallah. Wer war Abu Bakr? Abu Bakr war der Schwiegervater von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, schmeißt nicht die Schuhe auf den Boden, macht es anständig so. Ja, normalerweise muss man sich bei einer App anmelden, wenn Sie in diesem Gebäude beten möchtet. Ihr habt es gesehen, an einigen Stellen haben Muslime ihr Gebet verrichtet.
Da kommst du nur rein, wenn du dich bei einer App anmeldest und dir einen Termin vereinbarst. Und dann musst du dich anstellen. Jetzt ist noch nicht viel los, aber normalerweise ist hier alles voller Menschen. Wir selbst sind damals angestanden 1,5 Stunden und sind dann endlich reingekommen. Alhamdulillah. Ja. Oh, unglaublich. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren und ihr habt auch Freude daran, inshallah. Das ist Medina. Al-Masjid al-Nabawi. Al-Masjid al-Nabawi. Was für ein Schuhregal. Ich stelle mir die Schuhe rein. Überall Korane zum Lesen. Sind an jeder Säule sind die Korane verteilt. Kannst du lesen. Zuhörgebet.